arbeitet, die Schläger werden bearbeitet, die Kontrolle dem Gegner nicht zu überlassen, werden die Schläger bearbeitet und Kassel ist vorne. Kassel mit dem 1:0, es war die Nummer 11, es war Lennart Palausch, 1:0 für die Kassel Huskies. Rosenheim ist etwas unaufmerksam gewesen in dieser Verteidigungsaktion und Palausch hat da keine Mühe, die Scheibe ins lange Netz, also ins lange Eck, ins Netz zu legen. 1:0 für die Huskies. Aber Rosenheim jetzt im Angriff, wird aber wieder attackiert. McLeod kann sich durchsetzen. Pass und Tor. 1:1. Die Stavols kaum, sage ich. Kassel hat das Spiel im Griff. Kassel nimmt Fahrt auf. Sind die Stavols zur Stelle. Und gleich in 1:09 vor Ende des ersten Drittels in Person von Dominik Daxelberger. Das Spiel zum Spielstand von 1:1 aus. Wird mit Laut, setzt sich da durch. Auf Pass von CJ Stretch. Queen lässt die Scheibe durch auf Little. Und die wird weggeblockt. Und wieder Gegenangriff, David Valorani. Auf McNeely. McNeely auf Fischauer. Und der mit dem 2:1 für Rosenheim. Fischauer zieht da einfach mal ab an der blauen Linie. Die Scheibe abgefälscht von Tyler McNeely und geht so ins Tor der Huskies zum 2:1 für Rosenheim. 2:1 für Rosenheim. Die Scheibe in Ruhe zu kontrollieren. Rosenheim muss sofort wissen, was machen sie mit der Scheibe. Schöner Pass von Stretch an die blaue Linie zu Renner. Und Direktschuss und Tor für Rosenheim. Renner auf David Valorani mit dem direkten Schuss ins komplett leere, kurze Eck von Markus Keller, der dann nichts machen kann. Schönes Tor von David Valorani. 3:1 für die Stavols Rosenheim. Damit ist auch das stärkste Unterzahlspiel der Liga bezwungen worden. Und haben jetzt die Chance, auf 2:3 heranzukommen. Little nimmt den Schuss. Und Kassel ist wieder da. Little nimmt den Schuss her, kann ihn nicht parieren. Und die Huskies mit dem 2:3 Anschlusstreffer. Ja, die Rosenheimer sind jetzt etwas sauer. Stretch sucht da gar nicht den Weg zum Schiedsrichter. Fährt da einfach vorbei. Fragwürdige Strafzeit gegen Rosenheim. Kassel weiß das auszunutzen. 9 Minuten 48 sind noch zu spielen. Wirft jetzt ein. Kassel gewinnt das Pulli an der blauen Linie. Ist es Little, der bringt die Scheibe zur Seite. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Die Huskies bringen die Scheibe ins Tor zum Ausgleich. Und es gibt ganz klare Meinungsverschiedenheiten da. Zwischen Manuel Klinge und Beppo Frank gibt es ganz klare Meinungsverschiedenheiten. Keilerei. Prof nimmt den Schuss, nimmt den Ausgleich. 3:3 steht's. McQueen nimmt Anlauf auf Timo Herden. Und McQueen verwandelt. McQueen verwandelt souverän ins lange Eck. Timo Herden hat da keine Chance abzuwehren. Für Rosenheim ist es nochmal Stretch, der Anlauf nimmt. Stretch klatscht seinen Torhüter nochmal ab. Nach drei Schützen darf man ja wieder drankommen, so oft wie man will. Stretch nimmt Anlauf. Auf Keller. Und Stretch scheitert. Keller pariert und provoziert. Keller pariert und provoziert. Unsportliche Aktion da. Er sollte sich freuen über den Sieg. Warum provoziert Markus Keller das CJ Stretch? Das ist eine grobe Unsportlichkeit und das gehört von den Schiedsrichtern auch geahndet. Glückwunsch einerseits an die Kassel Huskies zum heutigen Sieg gegen die Stavols Rosenheim nach Penaltyschießen. Aber warum provoziert Markus Keller da zum Schluss noch einmal und provoziert somit nochmal eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Teams? Das kann ich nicht nachvollziehen und das kann ich auch nicht gutheißen.